der Arbeit. Moin. Guten Tag. Ich würde gerne einmal zum Hamburger Hauptbahnhof, bitte. Oh, Hamburg Hauptbahnhof ist ganz, ganz schlecht. Da ist doch gerade G20-Gipfel. Die ganze Stadt ist gesperrt. Okay, aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, da hinzukommen, oder? Ja, ich könnte einen Umweg fahren. Und wie lange wäre der? 5 Stunden. Nein, nein, um Gottes Willen. Okay, dann fahren Sie mich einfach so nah es geht irgendwie ran. Ich würde den Rest dann selber laufen, okay? Alles klar. So, da sind wir. Carina bei der Arbeit. Entschuldigung. Ja, bitte. Darf ich Sie mal was fragen? Oh, selbstverständlich. Sind Sie nicht Schauspieler? Nein, ich bin kein Schauspieler. Doch, doch, ich bin mir ganz, ganz sicher. Nein, 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 da verwechseln Sie mich, tut mir leid. Sie haben doch bei Harry Potter mitgespielt. Ich bin kein Schauspieler, glauben Sie es mir. Diesen Hässlichen haben Sie gespielt. Ich bin kein Schauspieler und ich habe auch nicht bei Harry Potter mitgespielt. Doch, jetzt weiß ich auch wieder, wie er hieß. Dobby. Carina bei der Arbeit. Schatz, bitte, das war einmal mit Claudia. Jetzt reg dich nicht auf. Ich bin gleich bei... Schatz, bitte, jetzt leg nicht auf. Gott. Bitte, was ist? Läuft gerade nicht so in der Beziehung, nicht wahr? Ja, meine scheiß Freundin geht mir auf die Eier. Ich habe sie einmal betrogen mit ihrer besten Freundin Claudia. Das ist auch schon ewig her. Das hält sie mir immer noch vor. Das stimmt. Irgendwann muss man ja auch mal verzeihen können. Ja, sehe ich auch so. Ich meine, wenn das unter uns bleibt, ich betrüge sie immer noch mit Claudia, aber die dumme Kuh merkt das nicht. Carina bei der Arbeit. So. Das macht dann 172,90, bitte. Nee, das muss ein Fehler sein. Nein, haben Sie denn nicht meinen Hinweis gelesen am Auto, dass der Tarif heute teurer ist, weil ich das Finale von Gossip Girl verpasse? Nee, den habe ich nicht gesehen. Habe ich draußen am Taxi ganz deutlich rangemacht. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Ich bin 12 Kilometer gefahren und soll 172 Euro bezahlen. Und 90 Cent. Nein, das bezahle ich. Sie sind ja wohl bescheuert. Sie sind nicht sehr zufrieden gerade, oder? Natürlich nicht. Was ist das für eine dumme Frage? Kleinen Moment mal, bitte. Taxichef, hier ist Carina. Ja, ich habe einen sehr unzufriedenen Gast in meinem Taxi sitzen. Ja, ja, und er stinkt. Ja, aber egal. Können Sie da... Oh, super, werde ich ihm geben, werde ich ihm sagen. Tschüss. Also, heute ist, glaube ich, Ihr Glückstag. Hier. Vielen Dank, wow. Ein 200-Euro-Gutschein, ein Taxigutschein für Sie. Das ist sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank. Das ist ein toller Gut... Der Gutschein ist gestern abgelaufen. Ich weiß. Carina bei der Arbeit. Los, 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 fahren Sie, fahren Sie. Guten Tag bei Carinas Taxi. Wo möchten Sie denn hin? Fahr! So, Sie müssen mich schon sagen, wo Sie hinwollen. Fahren Sie, Alter, fahren Sie einfach. Wie heißt denn der Ortsname? Fahr! Fahr. Fahr bei Sylt oder fahr bei Wilhelmshaven? Los, fahr! Los? Losinghausen bei Stuttgart, oder? Fahr jetzt los! Also erst nach Fahr und dann ein Zwischenstopp in jetzt und danach los. Alles klar! Carina bei der Arbeit. Haben Sie was dagegen, wenn ich ein bisschen Musik anmache? Nee, kein Problem. Super! Oi, 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 oi! Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe nur noch 4% Akku. Oh mein Gott, hoffentlich klappt das. Ich wünsche euch alles Gute. Hier und hier findet ihr die letzten beiden Videos. Und ich hoffe, dieses Video wird jetzt hochgeladen. Bis dann, nächsten Samstag kommt ein neues Video. Und Mittwoch auf. Tschüss!